Frauen. Und neben mir sitzt ein Mann, der mich gerade sehr beeindruckt hat. Und deswegen begrüße ich Sie nochmal ganz herzlich. Sie haben uns ein paar Geschichten erzählt und ich denke, das sind Geschichten, die sollten die Welt hören. Und es fing damit an, dass ich Sie gefragt habe, wie sind Sie eigentlich zur Lebenshilfe gekommen? Was haben Sie eigentlich mit der Lebenshilfe zu tun? Und ich bitte Sie ganz herzlich, erzählen Sie nochmal, wie das entstanden ist und was Sie auch an tollen Dingen in der Lebenshilfe erleben. Ja, ich mache das immer in einer etwas gerafften Form, weil es natürlich auch eine lange Geschichte ist. Ich bin seit 4 Jahren Rentner. Mir war schon vor Rentenbeginn klar, dass ich nicht zu Hause rumsitzen werde und Langeweile hätte. Dazu bin ich insgesamt ein sehr aktiver Mensch. Ich habe eine schicke Imkerei, mit der ich mich rund um die Uhr beschäftige. Ich betreue auch in einer anderen Institution hilfebedürftige Menschen und kannte durch einen, mittlerweile muss ich sagen, ja glücklichen Zustand, es gibt ja so Zufälle, von denen man nicht weiß, warum das so ist, Ihren jetzigen hauptamtlichen Ehrenamtskoordinator Berko Hertel. Wir kennen uns aus alten Zeiten mit Rockmusik und Moorkater. Die eingesessenen Gifhorner kennen dieses Szenario. Ich selber als Rentner bin auch mit Herrn Fuhr aktives Mitglied in der Kirche im Brauhaus. Insofern haben wir auch für uns menschlich ein bisschen so den Antrieb, wir wollen helfen und machen das auch. Das bietet sich natürlich als Ehrenamtlicher an. Habe also dann bei Rentenbeginn geguckt, was ich vielleicht noch machen könnte. Habe mich dann mit diesem besagten Berko getroffen und das hat von vornherein gleich gepasst. Einfach weil er hatte auch ein breites Angebot, das ist ja auch wichtig, in verschiedenen Sparten und wir haben uns dann geeinigt, ich gehe erstmal gucken und versuche mich mal ganz vorsichtig an einen Bereich heranzutasten, mit dem ich noch nie im Leben so intensiv kontaktiert war. Nämlich in einen Bereich, das wusste ich vorher auch gar nicht, in dem schwer körperlich und geistig behinderte Menschen sind. Hatte schon ein bisschen Bedenken, wie gesagt, man kennt sich damit so nicht aus, man hat Vorurteile. Aber auch Berko hat mich ermuntert und einfach gesagt, geh mal hin, guck dir das mal an. Bin da sehr freundlich aufgenommen worden, ganz tolle Truppe. Ja, und dann fing das so an, wie kann man was machen? Man trifft dann auf eine Organisation, in die ich von außen ganz neu reinkomme. Die Betreuer müssen sich darauf einstellen. Ich merkte jedenfalls schon nach ganz kurzer Zeit, dass es für diese Menschen sehr schwierig ist, für jemanden Neuen, der da reinkommt, so wie ich, erstmal vorsichtig Vertrauen zu gewinnen. Ich rede mir ein, dass ich eine sehr herzliche Art habe und auf diese Menschen auch zugehen konnte. Wir haben so ein paar erste Kontakte gehabt. Ich hatte dann die berührenden Erlebnisse, die mich dazu bewogen haben, das auch dann tatsächlich zu machen, dass ein junger Mann, der sehr gehemmt gewesen ist, mich schon nach dem dritten Treffen so begrüßt hat, dass er mir um den Hals gefallen ist. Das war für mich schon sehr bewegend, weil ich denke, so einen Zugang zu Menschen zu schaffen, die nach so kurzer Zeit schon Vertrauen haben, das fand ich beachtlich. Also so ein toller Kerl kann ich nicht sein, das kann er so auch nicht beurteilen. Heute weiß ich, dass diese Menschen wahrscheinlich ganz besonders geschärfte Sinne haben. Sie scheinen zu merken und können das auch ausdrücken, scheinen zu merken, dass man es mit ihnen gut meint. Das hat sich dann entwickelt, indem wir beim Spazierengehen immer in einem Nebenhaus an Musik vorbeikamen. Herr Fuhr saß da und das war ein nächstes Erlebnis, das ich gemacht habe. Viele von diesen besonders betreuten Leuten, die wirklich sehr stark geschädigt gewesen sind, haben bei dem Klang von Musik auf einmal besondere Empfindungen gezeigt, die hätte ich so nicht erwartet. Zumal es ganz viele gibt, die ganz schwierige motorische Bewegungen haben, die aber auf einmal eine Rhythmik entwickelt haben, wo ich sofort gemerkt habe,
Musik ist etwas, was diese Menschen bewegt. Dann habe ich mich mit Herrn Fuhr zusammengetan und habe mich quasi mit dem zweiten Haus, mit der vorhandenen Musikgruppe getroffen. Wir sind spazieren gegangen, auf dem Rückweg sind wir dann damit hingekommen. Und da habe ich eben erlebt, dass Musik ein sehr verbindendes Element ist. Das über jedes Verstehen hinausgeht, was man vielleicht auch so nicht erklären kann. Es wird ähnlich sein wie beim Sport. Auch da gibt es verbindende Momente, wo es keinen Rassismus und keinen Krieg gibt. Die, meine Truppe, sage ich mal, hat es jedenfalls genossen, wenn wir Musik gemacht haben. Ich habe mich an alte Zeiten entsann, dass ich eine Gitarre im Keller stehen habe, habe natürlich keine Ahnung von Gitarre spielen. Das Interessante war, ich brauchte da nur drei Griffe, C, E, G. Das konnten wir durch die gesamte Musikpalette durchgreifen, weil es für den Zuhörer jetzt nicht wichtig ist, dass ich den richtigen Ton treffe, sondern dass ich mit der Gitarre da laut und kräftig mitspiele. Und das hat die Leute so begeistert, das hat mich auch so begeistert, dass ich heute nicht verstehen kann, dass es auch in Gifhorn nur noch einen einzigen Rentner gibt, der zu Hause rumsitzt und aus welchen Gründen auch immer nicht weiß, was er zu tun hat. Die Menschen möchte ich aufrufen, nach Aussendung dieses Videos Steinweg 10 in Gifhorn in Dreierreihen zu stürmen und zu fragen, was kann ich machen. Ich will da gerne helfend unterstützen, weil es gibt so viel zu tun. Also, liebe Rentner, sucht keine Ausreden. Es gibt viel zu tun. Altenpflege, Lebenshilfe. Und das wäre schön, wenn ihr mal Kontakt aufnehmen würdet. Dann fallen manchmal Grenzen und Vorurteile, die man jetzt noch nicht kennt. Es kostet nichts, aber man kann sich ja mal darauf einlassen. Die Hilfe wird dringend benötigt. Das muss man jetzt auch keinem erzählen. Weil, und das ist vielleicht eine wichtige Schlussbemerkung, jedem, dem ich das jetzt hier erzähle, kann das große Glück treffen, dass er vielleicht auch in der Lebenshilfe landet, und zwar unbewusst. Ich habe dort viele kennengelernt, die im jugendlichen Alter einen schweren Unfall hatten. Da wollen wir uns mal nicht so weit von wegstrecken und wir werden alle nicht jünger. Vielleicht brauchen wir alle mal irgendeine Betreuung. Und insofern ist es schön, wenn man sich für sich persönlich vielleicht auch schon einen Betreuungshintergrund aufbaut und weiß, wie man was macht. Denn manchmal im Leben ist es ja so, wenn man Gutes gibt, kriegt man vielleicht auch Gutes zurück. Und so freue ich mich, dass ich hier eingeladen worden bin und hoffe, dass das ein bisschen Resonanz findet, dass die guten Rentner Gifhorns jetzt sofort aufspringen. Ich danke Ihnen sehr. Ich bin so beeindruckt von Ihrer Klarheit. Ich bin so beeindruckt, dass Sie sich auf das Thema eingelassen haben. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie sind ein starker Typ und haben trotzdem sich diesen Menschen zugewandt und haben sich auch berühren lassen. Ja. Und Sie nutzen die Zeit, die Sie haben für diese Menschen. Und wir als Gesellschaft, wir als Lebenshilfe können da wirklich nur den Hut ziehen. Das tue ich an dieser Stelle auch. Und Ihnen ein großes Dankeschön aussprechen und Ihnen ganz viel Freude für all das wünschen, was Sie noch in Gifhorn tun werden. Alles Gute. Dankeschön.